Ich habe einen Hund in Japan gemietet und am Ende sage ich euch, wie viel das gekostet hat. Richard hat ein Ziel, mich im Park durch die Gegend zu ziehen. Dem müssen Manieren beigebracht werden. Sitz. Sitz. Na, das hat ja gut geklappt. Nach diesen Anstrengungen erstmal eine Trinkpause, bevor er schnüffeln weitergehen kann. Mit diesem süßen Blick will er sich bestimmt ein Leckerli erhaschen und er hat Erfolg damit. Richard, ruhig. Das war nicht so ruhig, Richard. Dann war es schon Zeit, den Rabauken zurückzubringen. Für eine Stunde Spaziergang habe ich 25 € bezahlt. Obwohl ich das zu Hause mit meinem Hund umsonst machen kann. Glaubt ihr, ich wurde gescammt?